Hey ho und willkommen zurück zur No Man's Sky Atlas Hardcore Challenge und wir wollen unserem guten Waffenmeister etwas Gutes tun, indem wir seine Quests erfüllen. Okay, Tür auf. Hallo mein Freund. Ich habe sie entdeckt. Ihr Blick fällt auf uns. Du hast es getan, oder? Deine Taten haben sie gerufen. Jo. Es tut mir leid, Eindringling. Ich werde dir im Kampf nicht zur Seite stehen können. Ich bin zu schwach. Nimm dieses Upgrade-Modul und bereite dich auf ihre Ankunft vor. Bitte was? Kampfvisier. Ein stabilisierendes Kampfvisier, präzise Kampfhandlungen. Ja. Sie nähern sich. Vor dem letzten Kampf habe ich aber noch eine Aufgabe für dich. Ich muss stark sein, um dir dienen zu können. Es gibt eine Substanz, eine Opfergabe von den Jungen für die Alten, die mich heilen könnte. Sag jetzt nicht Naniten. Ich selbst habe Jahre in den Erntezyklen verbracht. Meine Organe haben ihre Enzyme für die Flotte geopfert. Ich habe es gern getan. Heute aber müssen wir solch eine Folter nicht wiederholen. Enzymreste auf den Valkyndolchen sollten für meine Heilung genügen. Welcher Opfer? Fenrich Huhaili. Wie nenne ich ihn den? Huhaili. Huhu. Einfach Huhu. Fenrich Huhu. Auch immer erbringen musste. Sie scheinen im Alter keine vergleichbaren Vorteile gebracht zu haben. Der Körper des Valkyn ist mit Narben übersät. Es fällt ihm schwer zu sprechen. Ich glaube nicht, dass er in einem Jahr noch lebt. Der Waffenmeister benötigt Valkyndolche, um einer weiteren Verschlechterung entgegenzuwirken. Ja, schauen wir doch mal. Habe ich nicht sogar welche? Bin mir gerade unsicher. Wollen wir gleich mal in die Kiste gucken. Ich sag natürlich ja. Der Valkyn wirkt erleichtert. Er sagt nichts, doch in den müden Augen ist noch ein Fünkchen Hoffnung zu sehen. Aha. Das Kampfvisier will ich eigentlich gar nicht einbauen. Dringendes neues Missionsziel. Um weitere Missionen zu schauen, drücke Option. Ja, sammle Valkyndolche. Zwei brauche ich. Oh. Das könnte schon ein Problem darstellen. Ich habe genau null. Das ist jetzt doof. Das hier weg, danke. Nee. Du sollst hier bleiben. Sammle Valkyndolche. Finde Dolche bei Valkyn-Händlern in Außenposten oder in planetaren Containern. Okay. Ich hätte da vielleicht eine leichtere Variante. Dafür müssen wir aber auch in ein Valkyn-System. Bin ich in einem Valkyn-System? Nein, ich bin in einem Gag-System. Ich muss in ein Valkyn-System. Oh, Valkyn. Was ist das hier für eins? Das ist ein Korvax-System. Und was bist du? Du bist ein Valkyn-System. Das macht Freude und Stolz. Und das hier sind auch welche. Konfliktstufe entspannt. Gefährlich. Ich glaube, ich nehme entspannt. So. Valkyn-System. Und jetzt hätte ich sehr gerne irgendwo einen Frachter vor der Tür. Mir egal, was für einer, Hauptsache ich kann drauf landen.
Hier drüben muss irgendwo einer sein. Das müssen welche sein. Ich will keinen Vollspeed geben eigentlich. So, welcher von euch ist das Hauptschiff und bei welchem von euch darf ich mal kurz eine Landung vornehmen? Du siehst richtig aus, da steht Frachter dran. Lass mich landen, danke. Boah, laut. Zur Sicherheit abgebremst, da ich mir nie sicher bin bei den Frachtern. So. Jetzt kommt das Ding. Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir tatsächlich warten. Ich brauche einen Vaikin. Da drüben ist einer gelandet. Gut. Was steigt hier aus? Ein Vaikin. Komm her hier. Handel anbieten. Vaikin durch. Nummer 1. Das ist nämlich das Ding. Die hier auf den Frachtern haben die Relikte. Muss jetzt auch nicht, wenn man Vaikin durch will, wie man gerade bei dem einen schon gesehen hat. Hier, Vaikin Bildnis, Vaikin Dolch. Die haben den Stuff halt. Also wenn man das Geld hat, kann man sich so recht leicht die Relikte suchen. Geht man dann halt in ein Gag-System, wenn man die Gag-Relikte braucht, oder in ein Korvax-System, wenn man die Korvax-Relikte braucht. Und dann einfach entspannt auf irgendeinen Frachter, muss nicht mal der eigene sein, publischer Systemfrachter oder welcher Frachter auch immer rumsteht. Und schon kommt man schön an die Relikte ran. Wenn man das Geld dafür hat, natürlich. In dem Fall waren die relativ teuer mit, ich glaube, über 200.000, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt gucken wir natürlich aus reiner Neugier noch, wie es hier so aussieht. Ein Gag-Chirurg. Stellarer Extraktorkern. Der hat genau nichts abgebaut. Ich müsste dann jetzt hier stehen bleiben, okay. Das wird wohl eher nicht passieren. Da geradeaus ist einfach nichts. So, was haben wir hier drüben? Lagerbehälter. Und noch ein stellarer Extraktor, der wahrscheinlich leer ist. Aber natürlich. Weil die erst starten, wenn ich hier drauf lande. Mhm. Schade. Ich dachte, es gäbe mal wieder ein paar Pflänzchen oder sonst irgendwas. Aber ich finde cool, dass das jetzt mittlerweile so ein bisschen random gestaltet ist, das Ganze. So, dem sein Schiff könnte ich natürlich jetzt abkaufen. Aber, egal was es für eins ist, es wird zu teuer sein. Was ist es denn für eins? Ein C. Ja, und es kostet doppelt so viel, wie ich habe. Wie überraschend. Okay, dann sind wir hier auch schon fertig. Direkt wieder auf die Station. Und mit dem Teleporter zurück zu unserem, Fenrich Hu. Ja, Großschiff in der Nähe, Großschiff in der Nähe. Oh. Rein da. Krieg ich das? Oh. Bei sowas bin ich auch schon gekonnt vorbeigeschlittert. Aber richtig hart. Ah, Landung. Schön, schön. Läuft bis jetzt alles sehr gut, muss ich so sagen. Mal Platz hier. Hallo, hallo. Hey. Daumen hoch. So. Da. Da sind wir auch schon wieder zurück.
Und das hier ist auch schon wieder durch. Natürlich. Oh. Und in der Zeit gehen wir mal mit dem Waffenmeister reden und geben ihm seine Dolche. Hallo, Fenrich Huhu. Wie geht's dir so? Ich war während deiner Abwesenheit nicht untätig, Eindringling. Ich habe noch ein Upgrade-Modul für dein Schiff gebaut. Aber die Dolche. Ich kann das Kampfenzym schon riechen. Gib mir die Dolche. Ja, hier, bitteschön. Der Vaikin nimmt einen Dolch und sticht sich in seinen eigenen Arm. Okay. Er ist sofort wieder voller Energie. Abgründe tun sich auf, der ritzt sich einfach. Konfliktscanner. Kampfläufer gehören. Bitte sag nicht, dass ich jetzt Kampfläufer gehören besorgen muss. Bitte, bitte, bitte. Jetzt sind wir bereit, Eindringling. Die Wächter sind hier. Los, geh und triff sie. Dieser Tag wird herrlich, Reisender. Wie er es bereits war und wieder sein wird. Der Vaikin sieht mich voller Stolz an. Ich scheine ihm ein neues Ziel gegeben zu haben. Das freut mich. Doch meine Welt einer Bedrohung auszusetzen und mich dazu zu bringen, so viele Wächter für eine sinnlose Schlacht herbeizurufen. Nach meiner Rückkehr muss ich mit dem Waffenmeister über die Zukunft sprechen. Der Waffenmeister warnt mich, dass mehrere Wächtereinheiten in der Nähe unseres Zuhauses aufgetaucht sind. Ich muss sie besiegen. Akzeptieren. Gra, 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 gra. Zyklotron-Balliste. Ja, schön. Inframesserbeschleuniger. Wow. Erstmal muss ich hier Dinge entfernen. Aber nur das eine zum Glück. Lokalisiere die Wächtereinheiten. Ich soll die da tatsächlich jetzt wegballern. Scheiße. Und mein Blitzwerfer ist stark. Er ist kräftig. Das ist mein Schild. Okay, ich muss mehr mit dem Schild dann arbeiten. Was? Das ist ein Problem. Ihr macht mein Zuhause kaputt. Und ich mache zu wenig Schaden. Kann ich eigentlich aus der Tür rausfeuern, ohne dass sie mir was können? Die Reparaturdrohnen sind ein Riesenproblem.
Okay, eine Reparaturdrohne ist weg. Geh mir aus dem Bild, Junge. Da habe ich mir jetzt was auferlegt. Zweite Reparaturdrohne ist weg. Wo ist denn der Beschwörer, Dude? Ich weiß es nicht. Ist der hier drin? Du bist ja drin. Das ist nett von dir. Ist auch nett von dir. Aha. Schieße ich eben auf den da hinten, wenn ihr nicht wollt. Ich könnte ein Munitionsproblem kriegen. Da bist du. Sehr gut. Ich würde mal ganz kurz hier ein gieriges Wesen sein. Aha, zwei noch. Mach mal Platz. Die machen mir hier meinen ganzen Hof kaputt. Finde ich nicht in Ordnung. Da, der ist wichtig. Oh. Ich brauche vielleicht Munition. Ein bisschen aufwendig und lästig das Ganze. Dauert halt einfach nur lange. Ah, scheiße. Au. Der wird jetzt richtig lange dauern.
Es war ein bisschen zu blöd, mich zu treffen, aber... Jawohl, den habe ich weg. Au! Mir ist ein Schild kaputt gegangen. Du hörst mal auf hier. Frechdachs. Ja, hast recht. Ja, Reparaturdrohne kaputt. Sehr gut. Das könnte möglicherweise eine Weile dauern. Gerade der Hund könnte ein bisschen dauern. Das ist jetzt auch gerade übel spannend. Sehe ich ein. Tja. Was soll ich sagen? Verstärkung trifft ein, ja. Genau das ist jetzt mein Problem. Genau das ist mein Problem. Geht weg. Aha. Ultra spannende Geschichte, muss ich sagen. Die eine Reparaturdrohne habe ich, glaube ich. Die auch. Ah, den Spawner wegmachen. Das ist jetzt ultra spannend. Sehe ich vollkommen ein. Oh. Und er hat noch einen Spawner natürlich mitgebracht. War ja klar.
auf. Und weitere zwei Reparaturdrohnen. Au. Wer schießt da so hart auf mich? Ich muss mich mal kurz einen Moment entspannen. Okay, der war dumm. Au. 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 Ach du. Geht mir mal nicht ganz auf die Pelle. Komm ruhig hier rein. Tja, ich muss mal so sagen, wir sind ja am Folgenende. Ah, schön, du bist ja drin. Finde ich akzeptabel. Und es wird wohl, wenn ich Pech habe, noch die komplette nächste Folge so weitergehen. Ich kehre zum Waffenmeister zurück, also ich könnte mich auch verstecken, theoretisch. Aber das bietet sich ja gerade an, außerdem bin ich pissig auf die. Na gut. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.